Wenn das so wenig spektakulär ist, erfolgreich zu sein, warum sind da nicht mehr Menschen erfolgreich? Ganz einfach, weil es drei Hindernisse gibt, die uns davon abhalten. Es gibt drei Haupthindernisse, die uns davon abhalten. Und diese Hindernisse, die sind in uns. Die sind in uns. Und da ist immer dieses Gleichheitsgerede. Jetzt ist wieder Wahlkampf. Alle Politiker sehen sich wieder bemüßigt, die Geschenkschatullen zu öffnen und zu sagen, ja, wir müssen diesen Menschen helfen. Das ist für mich, als müsste man einen lebendigen Menschen, außer er ist krank und kann nicht, oder alt und schwach und geht nicht mehr. Das ist keine Frage, dem müssen wir helfen. Aber wenn der kann, dann ist das so, als wenn ich einen lebendigen Menschen eingipse. Und dann hat er verlernt, diese Muskeln zu benutzen. Die werden immer schwächer. Die Wahrheit ist, die drei Haupthindernisse, die können wir überhaupt nicht beseitigen von außen, die liegen in uns selbst drin, in jedem von uns. Und ich habe sie hier in diesem fünften Kapitel beschrieben, da sind es dann noch sechs. Nachdem ich mehr nachgedacht habe, waren es nur noch drei. Und wenn man noch weiter nachdenkt, ist es am Ende nur eins. Aber schauen wir uns die drei mal an. Das erste ist Angst. Menschen scheitern an Angst. Es ist doch zu einfach. Ich setze mir ein Ziel. Trauen sich die meisten schon nicht mehr. Und dann verpflichte ich mich, trauen sich die allerwenigsten. Und dann habe ich eine tägliche Arbeitsmethodik, die wird unterbrochen bei den meisten Menschen durch Angst und die anderen beiden Hindernisse. Angst, die Amerikaner sagen, Fear, false expectations appearing real. Heißt, falsche Erwartungen erscheinen wahr. Falsche Erwartungen, man schaut sich irgendetwas an, stellt sich vor, dass das so kommen kann, verbindet es noch mit Emotionen, hat Angst und es stoppt einen. Wie schlimm ist das? Bei Angst gibt es eine ganz einfache Formel, es gibt ein eigenes Gesetz dazu, deswegen sage ich jetzt nicht zu viel dazu. Es gibt eine ganz einfache Formel. Wenn ich vor der Angst weglaufe, wird sie größer. Und wenn ich in die Angst reingehe, auf sie zugehe, wird sie kleiner. Im Mittleren Westen, Savanne, flach, da ist nichts, wo man sich verstecken könnte. Fragt man sich, warum so viele Kühe im Schneesturm sterben und die Büffel nicht. Und sagt, naja, die Büffel, die haben vielleicht ein dickeres Fell, das ist es aber nicht. Man hat die dann beobachtet, Zoologen haben da Jahre verbracht, um genau festzustellen, ist das Zufall, was die entdeckt haben, oder ist das wirklich so? Es ist wirklich so. Wenn ein Schneesturm kommt und die Kuh sieht das oder die ganze Kuhherde, dann sagt die, das Beste, was ich machen kann, schrecklicher Schneesturm, ich laufe weg. Jetzt ist so eine Kuh ziemlich schnell. Die läuft ungefähr 50 Stundenkilometer. Der Schneesturm hat ungefähr 60 bis 80 Stundenkilometer. Jetzt läuft die Kuh vor dem Schneesturm weg, ist müde, bis der Schneesturm kommt. Jetzt hat der Schneesturm sie und jetzt ziehen die gemeinsam miteinander durchs Land. Die Kuh rennend, der Schneesturm, naja, wie er halt so dahin weht. Und irgendwann bricht die entkräftet tot zusammen und erfriert. Oder ist erfroren, nachdem sie entkräftet zusammen gebrochen ist. Die Büffel machen das anders. Wenn die Büffel einen Schneesturm sehen, dann drehen die sich um und warten, bis der Schneesturm kommt. Und wenn er in der Nähe ist, laufen die in den Schneesturm rein. Und dann passiert das. Die sind nicht mal ein Zehntel der Zeit in dem Schneesturm wie die durchschnittliche Kuh. Das ist das Gesetz der Angst. Wenn wir auf die Angst zugehen, wird sie kleiner. Wer hat das schon mal, das ist ein komischer Vergleich, aber wer hat das schon erlebt, dass das so ist? Schauen Sie sich um, die Zweifel haben, es ist so. Und wenn wir vor der Angst weglaufen, wird sie größer. Das erste Hindernis ist einfach die Angst. Wir müssen einfach verhindern, dass wir solche Angstbilder haben, die einfach stärker sind als unsere Träume und Ziele. Und diese Angstbilder, die haben wir alle. Das zweite Hindernis, Selbstzweifel. Selbstzweifel. Und das hat immer mit dem Selbstbewusstsein, dem Selbstvertrauen zu tun. Je weniger wir davon haben, desto mehr Platz für Selbstzweifel. Und deswegen sage ich immer, schreiben Sie 5 Erfolge auf jeden Tag. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, damit unser Selbstbewusstsein groß genug ist. Übrigens, Eitelkeit ist auch in starker Form eine Form von Selbstzweifel, meines Erachtens. Das dritte große Hindernis ist Schuld. Und Schuld hat damit zu tun, dass wir von egoistischen Menschen geschickt manipuliert werden für deren Absichten und Zwecke. Und das kann nur passieren, da sind wir wieder beim Selbstvertrauen, wenn unser Selbstvertrauen nicht groß genug ist.
Wenn wir nämlich ein Ziel haben, das uns mit Leidenschaft oder mit Liebe, nehmen wir ruhig das Wort, erfüllt für die Sache, dann kann uns niemand gleichzeitig für seine Zwecke missbrauchen. Dann geht das nicht, dann ist da kein Platz dafür. Das Gegenteil von Schuld ist meines Erachtens nämlich Liebe. Liebe ist meines Erachtens das Gegenteil von Schuld. Wenn Sie also sagen, ich habe aber dieses Problem, manche Menschen gegenüber fühle ich mich schuldig, dann ist die Antwort Liebe für eine Sache, Liebe für Menschen, glaube ich. Da stehen noch zwei Sachen in dem Kapitel, der Vollständigkeit halber: Arroganz. Das ist für mich einfach eine Mischung aus niedrigem Selbstvertrauen und Angst. Arroganz, wenn jemand arrogant ist, hat er wenig Selbstvertrauen und Angst und versucht, das zu überspielen. Und dann ist da noch die Ignoranz, und das ist die Droge derjenigen, die aufgegeben haben. Das sind die Stumpfen, die Blöden. Und die sagen dann einfach, mir ist alles. Kennen wir sowas? Und da kann ich nur sagen, fernhalten. Also die drei Haupthindernisse. Und das ist immer so eine Sache mit einer Aufzählung, aber wenn Sie es durchdenken, werden Sie sehen, es sind immer nur diese drei letztendlich. Angst, können wir sie nochmal einblenden? Selbstzweifel und Schuld. Und das, was hinter allen drei steckt, ist zu niedriges Selbstbewusstsein. Wenn wir unser Selbstbewusstsein aufbauen, ist nicht zu viel Raum für Angst. Zumindest ist sie beherrschbar. Wir können auf die Angst zulaufen. Mindestens diesen Impuls haben wir. Selbstzweifel ist klar. Da brauchen wir mehr Selbstvertrauen. Und Schuld, mehr Selbstvertrauen.